So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte wieder irgendeine dieser Nebenquests machen, ne? Aufträge. Professor Garlicks Aufgabe 1. Wo soll ich denn das besorgen? Könnte ich Wasserwegerich und Knollenblätterpilz besuchen? Okay. Also, wir müssen nach Hogsmeade. In diesen Pflanzenladen. War das der hier? Tierwesenbedarf? Nein. Sonntagsstart? Nein. Ja, der ist hier irgendwo. Wissen wir doch alle, Freunde. Nein. Nein, oder? Welcher ist es denn? Jay Pippins. Hier! Machen wir uns mal einen Marker und dann reisen wir da kurz hin. Auf geht's nach Hogsmeade. Venemosa Tentacula und Alraune. Ah, Sie sind's. Welch schöne Überraschung. Ja, perfekt. Haben die alles nicht da. Schade. Ich kann aber Sachen verkaufen, die ich nicht brauche gerade. Sie haben einen guten Blick für Geschäftliches. Oh, der Hut ist besser. 150. Let's go. Okay, die sind auch besser. Ja, dann kriege ich das doch gar nicht. Dann bringt das gar nichts, dass ich hier hingegangen bin, außer dass da vorne auch irgendwie ein Auftrag war und hier unten gerade eine Seite geflogen ist, die ich bestimmt irgendwie bekomme. So. Hier vorne war irgendwo ein Auftrag, habe ich auf der Map gelesen gehabt. Ich glaube, das ist der, der hier markiert ist, oder? Streichen wir mal noch meine Katze. Dieses Miau von denen killt mich jedes Mal, ne? Nein, das war nicht der. Wo war denn das hier? Hier bei der war das, oder? Sprich mit Clementine. Genau. Clementine Willoughby. Wartet hier auf mich, scheinbar. Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine. Willoughby. Freut mich. Clementine. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Mhm. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Warum denn es das? Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Ich soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Also gut. Wenn ich Zeit finde, werde ich es versuchen. Let's go. Oh, wie nett. Schüler haben heutzutage so viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. Okay. Folge den Schmetterlingen. Nicht vergessen, die Schmetterlinge scheinen sich immer am Rande des Verbotenen Waldes. Ich kann hier den Dings nicht nutzen, ne? Erst wenn ich draußen bin, kann ich den Besen nutzen. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ja, oh, man muss das über die Brücke.
So, erstmal die Schmetterlinge finden, ne? Also man merkt schon, dass ich mit dem Level hinterherhänge, wenn ich so Aufträge machen muss natürlich, ne? Aber ich denke, dass wir da auf jeden Fall jetzt ein bisschen aufholen können, ne? Also. Da sind sie. Sie hat sich das nicht ausgedacht. Okay, wohin gehen die denn? So weit, so gut. Miss Willard, sie bekommt noch ihre Antwort zu den Schmetterlingen. Akio! Expelliarmus! Confringo! Repulso! Okay, wo waren die Schmetterlinge jetzt? Hier oben zunächst. Was war da gerade? Da war auch irgendwie. Blutegelsaft war da. Okay, weiter geht's. Hier vorne irgendwo. Aha. Sieh sich das einer an. Akio. Okay, dann kehren wir mal zurück, ne? Ach, komm mal. Ah, lass mich doch einfach da durch. Die Brücke wieder. Akio. So. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Dann haben wir das Geheimnis auch gelöst wieder. Und vielleicht reicht das ja dann auch für Level 14. Mal gucken. Bitte sag, dass du eine Antwort für mich zu den Schmetterlingen hast. Ja. Hallo, Miss Willard C. Was ist passiert? Hast du sie gefunden? Sie führten mich in den Wald und enthüllten einen Schatz. Oh, wie schön. Ich bin froh, dass du für deine Mühen belohnt wurdest. Vielleicht kann ich mich eines Tages dazu durchringen, in den Wald zu gehen. Fürs Erste bin ich einfach froh zu wissen, dass etwas so Schönes dort wartet, falls ich mich traue. Die wird sich nie trauen. Eieiei, folge den Schmetterlingen. Auftrag abgeschlossen.